Jo, meine Freunde, willkommen auf meinem Pascalationskanal. Heute mit einer neuen Web-Talk-Folge. Diesmal geht es um Cats. Cass, ich habe hier direkt meinen Manuelsen-Kanal geöffnet. Ich glaube zwar nicht, dass jemand Rap hört und Manuelsen-Kanal nicht kennt, aber ich habe es einfach mal so gemacht, dann weiß man auch, um wen es geht. Aber vorher wollte ich nochmal loswerden. Holt euch das Bowser-Album heute und morgen, zählt noch für die Charts. Das gilt auch für die Cass-EP und die Elias-EP. Ich öffne die mal kurz, damit ihr auch seht, dass ich die wirklich kaufe. Ich hoffe, man sieht das diesmal besser als in meinem letzten Video. Mal kurz abchecken. Wo ist es denn? Okay, ist da. Cream. Cream ist das gute Stück. Bam. Da ist es, Leute. Also gebt euch Cream. Zu dem Album komme ich ja jetzt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit der Fanbewertung. Intro ist schon mal das erste Lied, womit das Album auch eröffnet wurde. Also kam das erste Video zu raus, bevor das Album kam. Und es gibt direkt die Richtung des Albums vor. Also wenn euch das Intro, wenn euch die Videos gefallen, gefällt euch dieses Album, glaube ich, auch. Ich habe mal rausgeschrieben, aber ist auch ein Video dazu. Auf dem Manuelsen-Kanal alles. Habe ich das jetzt echt verstanden? Ihr seid wirklich alle Fans von Junkies. Werd bestimmt keine Ikone in diesem Land. Denn Drogenopfer sind heute Idole in diesem Land. Psy, ich weiß nicht, ob der alles produziert hat. Auf jeden Fall viel in den Videos steht das ja immer bei. Aber ich meine, dass er alles produziert hat. Und bei Cream, was für ein Beat er da gemacht hat, Bruder. Da muss ich mal direkt los, Alter. Für jeden Psy-Beat, Bruder. Ja, du machst, dass es passt. Jede Kick, jedes Snare. Wir haben es geschafft. Jetzt habe ich es. Sorry. Jetzt nochmal. Das ist. Bruder, ja, du machst, dass es passt. Jede Kick, jedes Snare. Wir haben es geschafft. Track 3 ist der erste Track, der ohne Video kam. Keine Milli, Feature Manu. Wollte ich nochmal loswerden. Für alle, die es dann nicht so wissen, ich bin jetzt nicht immer der größte, musikalisch jetzt gesehen, nicht der größte Manuelsen-Fan und so immer gewesen. Klar, er hat er brutale Lieder schon gemacht. Das wäre eine Lüge, wenn man das abstreiten würde. Ich wollte damit auch nur sagen, dass ich mir die Alben eigentlich immer anhöre. Auch Cass ist ja auch bei ihnen auf dem Label. Und ich, wenn ich ein Album gut finde, dann sage ich das auch. Also ich bin da jetzt, ich mache jetzt nicht nur Leute, wo ich denke, die gefallen mir eh, sondern ich höre mir auch Newcomer und alles Mögliche an. Nur ist ja, wollte ich nur mal loswerden. Keine Milli. Rapper kaufen Klicks und denken heute, sie sind Promi, Digga. Bruder, die Line fühle ich auf jeden Fall. Track 4 kam auch ohne Video, ist unsere Sache. König im Schatten, mein Team ist stabil, so wie Twin. Es war irgendwie jetzt nichts Besonderes, die Line, aber ich feiere die übertrieben. Weil erstens König im Schatten sein Label und Twin ist ja auch drauf. Aber ist trotzdem nochmal, mein Team ist stabil wie Twin. Feier ich, Alter. Bars. Das war das Video, was am letzten Tag rausgekommen ist. War jetzt nicht so eins meiner Lieblingslieder, aber ich konnte mit dem Beat auch irgendwie nichts anfangen. Aber ich habe immer rausgeschrieben, alle mucken, keiner haut zu. So wie Schaufenster, alle gucken, keiner kauft. Track 6 ist Armin. Das ist auch wieder so ein Endbeat, Alter. Bruder, Psy ist auf jeden Fall ein krasser Produzent. Kann man auch mal direkt Props geben. Heutzutage sieht man Rapper nur am Kotzen und am Ziehen. Ist wieder auf diese Junkie-Thematik im Deutschrap bezogen. Track 7 kam als Audio-Single, zu viele Frauen. Ich finde den Track eigentlich gut, aber ich hätte ihn lieber auf dem Cass-Album vielleicht weggelassen. Vielleicht lieber anders den Song irgendwo draufgepackt. Sonst ist es eigentlich ein cooler Song. Aber ich finde, hätte nicht drauf gemusst, aber das ist ja Geschmackssache. Zu viele Frauen heißt das Ding, featuring Bato. Was war dein Ex für ein Hund von einem Mann?
Wenn ich Geld brauche, gehe ich eine Stunde in die Bank. Bruder. Kerstes Maschine, Alter. Track 8 ist Steh wieder auf, featuring Prince P. Prince P, von denen hört man auch nicht mehr so viel. Doch hat mein Job bereits erfüllt, solange sich Mami freut. Bruder, fühle ich. Track 9 kam auch ein Video zu aus, Classic, war jetzt auch nicht so meins, aber nach diesem Album macht mich deine Kugel zur Legende. Diese Tupac-Filme. Dann Track 10 gab es kein Video zu, das damals, das ist auch ein Track, und da kriegt man Gänsehaut, wenn man das hört. Geht nur 1,5 Minuten, aber Bruder. War bei Psy im Studio, als wir nicht mal Geld für einen Döner hatten. Also da geht es um diese Scheißzeit, bevor er mit Rap sich sein eigenes Geld und alles aufgebaut hat. Und das ist auch geil gemacht, Digga. Track 10 hast du so einen Track, der richtig so negativ ist. Also, er, was heißt negativ? Er erzählt gerade aus seinem Leben von früher. Track 11 ist allerdings Halleluja. Da erzählt er, wie erfolgreich er mittlerweile in den letzten 2 Jahren und so geworden ist. So voll die Schwankungen, wenn du das Album so hörst, Alter. Ich plane gerade meine Modelinie, während Rapper noch erzählen, dass sie noch Drogen dealen. Und dann kommt halt so ein Lacher auch noch dabei. Track 12 gefällt mir jetzt auch nicht so. Wie hieß das nochmal? Money ohne Bars, genau. Manu und Kabel sind da drauf, aber ich bin natürlich auch kein R&B-Fan. Aber das muss ja jeder selber wissen. Ich habe trotzdem meine Line rausgeschrieben. Schreibe nicht für Bars, ich besitze welche. Also anscheinend sitzt er in der Bar. Der Cats. 13. Mittelfinger für die Neider, featuring Bossa und Echo Fresh. Boah, Echo Fresh. Ich glaube nie im Leben, dass du dir mal ein Video anguckst. Von mir, Digga. Aber setz dich mal wieder ein Album. Schreib mal 2000 Bars, Bruder. Lange nichts mehr von dir gehört. Red nicht vor Bars, wenn du neben deinem Schöpfer stehst. So sieht's aus. Echo. Mir zeigt, dass du auch mal wieder ein Album machst, Alter. Boys in the Hood, featuring MO68, kenne ich gar nicht. Guck, dieses Money macht Jungs. Ja, guck, was diese Money macht. Jungs verbringen morgens Zeit mit der Familie und stehen abends unter Tatverdacht. Another Day ist Track 15 mit Twin und Cashmo. Ist halt ein richtiger Street Track. Doch kein Lehrer kann mir beibringen, was ich lernte auf der Street. Wie gut ein Mensch ist, wird heute gemessen am Profit. Der letzte Track ist Sag mir, ob du fühlst, featuring Roller. Also ich weiß nicht, ob das jetzt 1000%ig so stimmt, aber ich habe mal gehört, dass Manuel ein R&B-Label oder Sänger-Label irgendwie noch aufmachen will. Und Roller gehört auf jeden Fall auch zu der König im Schatten Crew. Weil damals, als dieser Shindy Erfalterbach, hat er, glaube ich, bei Shindy direkt kommentiert, einem Roller, so sie halt, dass sie die Hook singt. Und ich muss sagen, sie hat's drauf, Alter. Sag mir, ob du fühlst, featuring Roller, feier ich. Ich liebe Loyalität und denke, Brüder sind wie Blut. Manchmal merke ich aber, viele tun mir nicht gut. Abschließend zum Cass-Album, da kann ich direkt nochmal was loswerden, was ich eh noch sagen wollte. Check mal sein hiphop.de-Interview ab, ich habe mir das auch reingezogen. Ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit Cass befasst, ich kenne ihn seit diesem Track mit K1. Da habe ich immer verfolgt, was der so macht. Und der hat's auf jeden Fall drauf. Achte nicht immer zu sehr auf Klicks. Checkt auch Leute ab, die 300.000, 400.000 vielleicht nur auf ihre Videos haben. So, achtet nicht nur auf Klicks. Also Cass ist auch krass. Der müsste auf jeden Fall mehr Hype haben. Aus meiner Sicht. Klar, es geht noch Luft nach oben. So. Aber ist auf jeden Fall das Release dieser Woche bei Bowser Elias. Und Cass finde ich Cass auf jeden Fall am besten. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Da sind auch noch gute Tracks drauf, die nicht released worden sind. Auf jeden Fall. Hört in die EP rein. Ich habe leider die CD nicht gekriegt. Beim Mediamarkt gab es keine. Deswegen habe ich leider nur über Handy
fuck. Aber scheiß dann drauf. Was gibt's noch zu sagen? Ja, nächstes Video. Obststand 2 kommt. Sobald die Box da ist, mache ich natürlich safe ein Unboxing-Video. Ja, und dann gucken wir mal. Also push die Alben weiter. Dass die charten. Bruder, gebt Hack und checkt doch mal die Newcomer ab. Sind gute dabei. Und dann würde ich, was gibt's noch zu sagen? Abonniert und schreibt mir, wie ihr das Cass-Album findet. Wir sehen uns, Leute. Ich bin raus. Peace.